Tom ist begeisterter Golfer. Seine Abschläge macht er aber nicht auf einem der Münchner Golfplätze. Stattdessen spielt Tom Crossgolf. Diese Leidenschaft kann er überall ausleben. Schläge und Bälle sind alles, was er braucht. Mit seinen Freunden Andreas und Max vereinbart Tom zuerst das Ziel. Hier vorne. Wo die Leute laufen, tiefen. Ende von der parallelen Baumreihe. Mhm. Da leuchtet irgendwas Gelbes in dem kleinen Wald. Das ist ein kleines gelbes Teil, wo die Tüten für die Hunde drin sind. Einfach geradeaus spielen. Ein kleines gelbes Teil. Siehst du es? Nö. Hier ist die Baumreihe entlang. Ja, schauen wir mal, ne? Ja. Baumreihe entlang, direkt da vorne dran. Ja. Als Ziel kommt alles in Frage. Pfähle, Bäume, Parkbänke oder Mülleimer. Im Crossgolf ist das Besondere, dass man halt überall spielen kann. Das heißt, wir sind ja jetzt hier gerade mitten im Cosima Park hier in München. Freiflächen, wir haben keinerlei großartige Regeln. Einfach Regel Safety First, keinen verletzen. Aber ansonsten einfach drauf losspielen. Egal wo sie spielen, die Crossgolfer ziehen viele Blicke auf sich. Immer wieder erklären sie, warum sie nicht auf einem normalen Golfplatz spielen. Der Sinn und Zweck ist, dass wir so abseits von der Etikette von so einem Golfplatz ein bisschen spielen. Das ist halt einfach, dass es jeder machen kann. Und also wir haben halt nicht wahnsinnig viele Regeln, wobei die erste ist einfach, dass wir schauen, dass nichts passiert. Also wenn jetzt da irgendwie Jogger oder Fußgänger oder sonst was kommen, dann warten wir halt. Oder wenn jetzt auch wie bei Ihnen da... Ja, wir haben schon gesagt, das ist bestimmt jetzt ein neues Spiel, was man so macht. Ein ganz neues Spiel ist Crossgolf nicht mehr. Bereits seit 2009 sind die Münchner Crossgolfer in der Stadt unterwegs. Aber ich nehme nicht selber Golf spielen, deswegen finde ich das schon sehr abartig. Also wir nehmen extra, wenn wir in der Stadt spielen, nehmen wir extra die. Mit ihrer Meinung, dass das Crossgolfen abartig ist, steht die Frau aber relativ alleine da. Sicherheitsbedenken können die Crossgolfer meistens schnell zerstreuen. Denn der Ball, mit dem sie spielen, ist kein gewöhnlicher Golfball. Das Besondere an den Crossgolfbällen ist, die sind ein Drittel leichter als die normalen Bälle. Der normale Ball unterscheidet sich von dem Crossgolfball optisch erstmal nicht. Wie gesagt, das Gewicht ist ein Drittel. Die liegen so knapp bei 11 Gramm. Und das Schöne ist dran, er verhält sich auch wie ein richtiger Golfball von der Flugform her, aber er fliegt nur ein Drittel so weit. Und somit ist die Gefahr einfach nicht gegeben, dass jemand verletzt wird. Fast jede Woche gehen die Crossgolfer ihrem Hobby nach. Manchmal nehmen sie auch an Turnieren teil. Auch beim Crossgolf ist höchste Konzentration gefragt, aber ohne Etikette und Mitgliedsbeitrag. Die Crossgolfer benötigen viele Bälle, denn diese landen immer wieder in dichtem Gebüsch und sind schwer oder manchmal auch gar nicht wiederzufinden. Wer auch mal einen Abschlag machen will, kein Problem. Die Crossgolfer freuen sich immer über neue Mitspieler.